Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Drink. Oder wie es seit neuestem bei mir auf dem Kanal heißt, einfach nur Review. Heute an der Reihe ist Red Bull Cola. An sich, Dose sieht cool aus. Mir gefällt die Dose mehr als die normale Red Bull. Hier oben die Bullen. Natural Cola. Red Bull Cola. Hier unten Strong and Natural. Ja, könnt ihr mal hinten hin vor, also lesen. Müsst ihr einfach das Video stoppen mal. Ich guck mal, ob ich es hier hinbekomme, dass ihr es lesen könnt. So. Ich drehe es ganz langsam. Da könnt ihr immer ein bisschen stoppen. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht wisst ihr es nicht, vielleicht. Also ich wollte es nur mal gesagt haben, es gibt bestimmt einige, die draußen, die es nicht wissen, dass Red Bull aus Österreich kommt. Nur mal so gesagt. Ja. Die Dose hat 355 Milliliter. Und ja, also ich habe jetzt dieses Review ich mache das jetzt für einen Freund. Er hat gesagt, ich soll mal Red Bull Cola machen. Und auf dessen Wunsch bin ich eingegangen und mache es heute. Ich baue die Dose auf. Oh, so. Wow. Heilige. Naja, keine halben Sachen. So. Oha. Okay, so. Schäumt ultra. Komisch. Denn geschüttelt habe ich es nicht unbedingt. Sieht Tisch hier natürlich aus. Da oben auch. Naja. Ich lasse mal das noch kurz. Da ist der ganze Schaum weg. Also. Die Dose an sich sieht schon echt cool aus. Gefällt mir. Hier steht Simply Cola. Ja, das ist mal zum Geruch. Ja. Es riecht. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht diese Hubba-Bubba-Cola-Kaugummis? Genau so riecht die Cola hier. Genau. Hundertprozentig riecht sie nach diesem Hubba-Bubba-Cola-Kaugummi-Gedöns. Ja, jetzt mal zum Geschmack. Also vom Geschmack her, es schmeckt leicht wie diese Original Coca-Cola Vanille, so schmeckt es. Natürlich auch nach der ganz normalen Cola und ein bisschen nach diesem Hubba Bubba Cola Kaugummi. Aber mehr nach diesem Coca-Cola Vanille. Ich weiß nicht wie, aber es kommt mir so vor. Ja. Da ist auch ganz viel drinne. Ich kann es mal vorlesen, wenn ihr es nicht so richtig sehen könnt. Vanilleschoten, Senfsamen, Koffein aus Kaffee, Bohnen, Limette, was? Kolanuss, Kakao, Süßholz, Zimt, Zitrone, Ingwer, Kokablatt, Orange, Ackerminze, Pinie. Was? Pinie, Korda, was kann man so schlecht lesen? Kardamom, Muskatblüte, Nelke, Zitronensaftkonzentrat. Ja, also mit Vanilleschote schmeckt man ultra raus. Das andere, ich weiß nicht, das bemerke ich nicht so sehr. Nee. Ist auf jeden Fall sehr gut.
Ich hätte es mir jetzt nie gekauft, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von Red Bull. Hätte es mir mein Freund nicht gesagt. Ein Gruß an dich, Robin. Ja, ist gut. Schmeckt. Der aktuelle Ladenpreis ist 1,07 Euro. Ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal kaufen, nochmal trinken. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ganz, ganz kalt schmeckt es bestimmt hammergeil. Ich habe es jetzt nicht so wirklich richtig kalt. Aber ist auf jeden Fall gut. Schmeckt. Ja. Dose bekommt 8 von 10 Punkten und Geschmack gibt 9 von 10 Punkten. Ist glaube ich, gut. Ja. Und jo, ich bedanke mich an die Zuschauer, die es bis zum Ende wieder durchgehalten haben. Ja. Tschüss.